wird es gefährlich. Gut, dann weiß man ich möchte Ihnen weitergeht. Eine junge Frau vorstellen. Anke Domscheit-Berg sitzt noch in Reihe 1 und kommt gleich an einen wunderbaren Tisch laufen, nämlich Unternehmerin, erfolgreiche Unternehmerin, hat bei Firmen wie Accenture und Microsoft gearbeitet und ist engagiert bei den Grünen. Und Frau Domscheit-Berg, Sie können sich im Grunde genommen für alles erwärmen, was die Piraten gerade zu bieten haben. Denn fast wären Sie in einem Stadtbezirk hier in Berlin auch eine Piratenpolitikerin geworden, wenn es nicht ein juristisches Problem gegeben hätte. Was finden Sie an denen so klasse? Vorab eine kleine Korrektur. Bitte. Ich bin ja nach wie vor Mitglied der Grünen. Ich wäre das auch in Friedrichshain-Kreuzberg geblieben. Genau, ich wäre das auch dort geblieben. Wäre also nominiert von den Piraten, aber nach wie vor Grüne. Also nur, dass das hier nicht falsch ist. Super, auch in den Kleinigkeiten wollen wir korrekt sein. Gut, dazu ist es nun nicht gekommen. Sie sind weiter bei den Grünen und haben aber ein vor Sympathie bebendes Herz für diese Partei. Warum? Weil ich tatsächlich finde, dass sie viele Dinge hat, die die Grünen früher auch hatten. Und ich finde auch, dass es sehr viele inhaltliche Parallelen zu den Grünen auch heute noch gibt, dass sie Themen verfolgen, sehr vehement verfolgen, die auch den Grünen sehr wichtig sind. Das ist gerade das Thema Basisdemokratie, da ist man sich ja im Prinzip einig. Nur, dass ich den Eindruck habe, dass bestimmte basisdemokratische Prozesse bei den Grünen sich etwas abgeschliffen haben. Also normale Mitgliederversammlungen, die laufen immer noch genauso ab. Das kann 10 Stunden dauern. Und ist auch sehr anstrengend. Demokratie ist anstrengend. Aber wenn es dann, sagen wir mal, in die höhere Politik geht, jetzt aktuell die Diskussion um, wer wird der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin. Ja. Also das finde ich eine ganz wichtige Diskussion. Und ich hoffe schon, dass da auch ein bestimmter Push von den Piraten kommt, hier wieder zu den Wurzeln, den grünen, basisdemokratischen Wurzeln zurückzufinden. Fragen wir gleich Herrn Habeck, wie sowas tut. Nun sind Sie, Frau Domscheit-Berg, eine erfolgreiche Unternehmerin, die sowieso nach Leistung die Welt einschätzt und nach Effizienzkriterien. Und was also fasziniert Sie an einer Partei, die, ich will mal sagen, die gepflegte Chaos-Theorie liebt? Weil Chaos die Basis ist für Kreativität. Kreativität ist die Wurzel wiederum für Innovation und Innovation ist das, was uns allen ein besseres Leben beschert. Aha, okay. Ich glaube im Übrigen nicht an das allein selig machende Wachstum. Ich glaube eher an ein Prinzip des Bruttosozialglücks und das Bruttosozialglück, gibt es ja Untersuchungen dazu, das führt die Höhe des Glücks in einem Volk unter anderem darauf zurück, dass Unterschiede zwischen einzelnen Menschen in diesem Volk nicht so groß sind. Ah, das unterscheidet zum Beispiel die Piraten sehr stark von den Liberalen. Die Liberalen sind ja mehr die, die den Unterschied noch etwas erhöhen, während es ja gar nicht so ist, dass die Piraten keine Inhalte haben, wie das hier mehrfach durchklang. Ich teile diese Meinung nicht, sondern im Programm, das von NRW ist ja gerade rausgekommen, da gibt es sehr viele Punkte, die durchaus Themen berühren, soziale Themen, die auf den Abbau von Ungleichheit in der Bildung, aber auch in anderen Bereichen des Lebens gehen. Das ist auch was, wo ich also ganz deutliche Überschneidungen mit den Grünen sehe, die ja auch zum Beispiel unterschiedlichste Lebensmodelle gleichberechtigt behandelt sehen wollen, Diskriminierung abbauen wollen. Also hier sehe ich eigentlich die ideale Koalition, wo man gemeinsame Ziele mit gemeinsamer Kraft verfolgen kann. Auch eine super Frage gleich. Wir könnten uns natürlich auch noch mal die Frage stellen, es ist offensichtlich eine Generation, die im Internet glaubt, einen Raum gefunden zu haben, wo sie im Grunde gegen alte Autoritäten, also gegen die Eltern, gegen den Staat, gegen Unternehmen, einen herrschaftsfreien Raum schaffen kann. Das ist vielleicht wirklich so eine Art Sozialismus im Netz oder eine ideale oder utopische Gesellschaft im Netz. Die trifft nun aber auf unsere schnöde analoge Welt. Geht es in Ihrem Kopf zusammen, dass man im Grunde eine Utopie im Netz pflegt und dass man in der Realität aber im Kapitalismus landet und mit dem auch leben muss und Politik machen muss? Ich finde es wichtig, Visionen zu haben, weil man ohne gute Visionen die Realität ja nicht in Richtung dieser Vision verändern kann. Ja. Also man braucht diese Vision und ich finde es gut, dass es hier jetzt eine Partei gibt, die ganz deutliche Visionen hat, die mit der großen, also ich sage auch revolutionäre Veränderung unserer Zeit in einer digitalen Gesellschaft zusammenpasst. Okay. Ich sage nicht, das ist alles fertig. Also sozusagen eine Partei in der Pubertät, was aber auch nicht schadet. Weil und sympathisch ist. Sympathisch ist. Unsere Gesellschaft besteht ja aus auch allen Altersschichten. Und ich meine pubertär jetzt nicht rein nur auf das Alter, sondern auch auf Politikbetrieb. Wie man miteinander umgeht, wie man aussieht. Also man hat das an den Bildern am Anfang ja schön gesehen. Ich fand das toll, dass
damals war ich ja noch in der DDR und nicht bei den Grünen hier in Gesamtdeutschland, aber ich habe damals die Bilder schon gesehen und fand das sehr erfrischend, wie da auf einmal welche völlig anders aussahen, nonkonform, eben nicht wie Politiker, die das schon als Praktikum gemacht haben und bei Jusos oder Junger Union groß geworden sind im ganzen Leben, ich will Politiker werden. Das, ich weiß gar nicht, ob das so war im Einzelfall, es sieht aber so aus. Und das ist langweilig, das ist langweilig und ich finde im Parlament zu wenig Menschen, die einfach normale Menschen sind, mit normalen Hintergründen, die die Welt kennen, so wie sie der gewöhnliche Wähler, die Wählerin auch persönlich erlebt. Gut, muss man als Politiker bei den Piraten dann im Besonderen eigentlich von allem Ahnung haben, glauben Sie? Es muss nicht jeder von allem Ahnung haben und dadurch, dass die Piraten ja auch eine wachsende Partei sind, größer als manche andere im Moment, kommen natürlich auch Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Und ich glaube, eine besondere Stärke der Piraten, und da können sich alle eine Scheibe abschneiden, ist, dass sie denen zuhören, die besonders viel Ahnung haben für bestimmte Themen und dass sie nicht so tun, als wüssten sie irgendetwas, wenn sie keine Ahnung haben. Man kann nicht immer zu allem sagen, da weiß ich nichts, da halte ich meine Klappe. Mhm. Man sollte es aber immer dann tun, wenn das so ist. Und welche normalen Politiker heute machen das? Mhm. Und das ist frustrierend, enttäuschend und man kann Bürgerinnen und Bürger nicht an der Nase herumführen. Die merken es ja auch. Die Basis dafür reicht. Es gibt Menschen, die sagen, und da mag ich dann auch spießig sein, dass ich von Herrn Habeck. Es gibt Menschen, die sagen, dass die Piraten gewinnen, weil die alten eher ideologischen Parteien, nämlich die Linken und die FDP, verlieren. Die Macht verloren, nicht unsere. Ich versuch's nochmal. Die Linken und die FDP, die Linken und die FDP verlieren an Zustimmung. Das sind die Parteien im Spektrum, die man gegebenenfalls als einigermaßen fest und fixiert holen sich und die Wähler überall, auch von der Union, von der SPD, überall. Ja, deshalb sind sie eine kleine Volkspartei. Okay. Aber das, was Sie hier stellen, die Frage nach der Regierungsfähigkeit der Grünen, alle diese Fragen fallen auf Sie selbst zurück. Sind Sie regierungsfähig? Sind Sie regierungsfähig? Das beweisen wir doch jeden Tag. Ich will damit sagen, die Frage, wie stark die Piraten sind, entscheidet Sie und nicht die Piraten. Wenn die Piraten eine Protest, wenn die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Wenn die Piraten eine Protestpartei sind, sind sie Protestpartei gegen euch. Und wenn ihr die Wähler zurückholen wollt, müsst ihr euch verändern. Also billige Polemik gegen die Piraten wird nicht reichen. Verändert euch. Dann wählen auch die Leute wieder. Auf welche Parteien, glauben Sie, könnte man verzichten? Ja, zuallererst auf die FDP, das haben 99% der Wähler ja schon gemacht. Das eine restliche Prozent, da gibt es ja noch mehr kleine Splitterparteien, logische Flieger und so. Da machen Sie sich jetzt aber sehr einfach, aber ist erlaubt. Es ist ja Realität im Moment, also vielleicht wären es ja auch nochmal wieder 2,5%. Es gibt schon ein paar mehr Liberale in Deutschland als Sie. Die Frage war, auf wen könnte ich verzichten? Ich kann ganz leicht auf die FDP verzichten. Ich glaube, dass die beiden Stärken, die die FDP mal hatte, und es gab ganz tolle FDP-Politiker, Frau Leutheusser-Schnarrenberger übrigens ist auch eine ganz tolle FDP-Politikerin. Ja, ich habe ja heute mit ihr auf einer Konferenz zur Anonymität und Internet gesessen. Die Rede, die hätte jeder Pirat halten können und es hätte dem Pirat alle Ehre getan. Also vielleicht wandert sie ja mal über, fände ich ganz toll. Die macht sinnvolle Politik in einer liberalen Partei. Ja, in einer Partei, die leider ansonsten der digitalen Gesellschaft und ihren Veränderungen nicht mehr entspricht. Wenn sie dieser neuen Kraft angehen, müssen sie doch nicht andere für verzichtbar erklären. Das ist doch schrecklich. Sie danach gefragt? Die FDP, das war meine Schuld, die FDP hatte zwei Stärken. Das eine war Wirtschaftspolitik, da sehe ich sie nur noch als Lobbyistenpartei, als keine, die sich zum Beispiel mit neuen Geschäftsmodellen in einer digitalen Gesellschaft befasst. Das ist ja meine Meinung, kann ich haben. Das zweite Thema sind die Freiheits- und Bürgerrechte. Da ist eine Frau Leutheusser-Schnarrenberger, der Fels in der Brandung, aber der Rest der FDP, den erkenne ich da nicht. Mhm. Auch ACTA ist von der FDP erstmal mitgetragen worden und es mussten die Proteste von unten geben, von der Basis viel auch getrieben durch die Piraten, um das zu verhindern. Wie weit reicht Ihre Bewegungsfähigkeit, um sich gegebenenfalls eine Koalition mit den Piraten vorzustellen?